Herzlich willkommen zum zweiten Teil mit der Depotverwaltung in LibreOffice. Wir steigen sofort in den zweiten Teil ein. Ich hatte beim ersten Teil aufgehört und habe gesagt, hier diese zwei Positionen werde ich noch ausfüllen, genauso wie ich das bei der ersten Position gemacht habe. Dementsprechend halt geht es auch jetzt sofort weiter. Und zwar widmen wir uns der Berechnung von diesem Feld. Bei diesem Feld hier fassen wir alle Beträge einfach zusammen. Wie kriegen wir das hin? Gleich Summe, Klammer auf, E17, Doppelpunkt bis E21. Das schließt also alle Felder von hier bis hierhin ein und Enter. Erhalten wir einen Betrag von 10.574 Euro. Dann widmen wir uns dem nächsten Feld. Da muss ich jetzt einfach mal kurz in meiner Tabelle auf dem anderen Monitor schauen, und zwar Performance. Moment. E35. Erstmal müssen wir das Ganze formatieren, und zwar ist das ein Prozentfeld. Okay, ist sogar schon gemacht. Dann widmen wir uns E35 minus E44. Können wir noch nicht machen, da fehlt noch was. Und zwar, deshalb schneide ich das Video nicht. Und zwar hier, und zwar geht es um das Feld Summe, die in ETFs angelegt wurde. Deshalb haben wir hier diese Berechnung gemacht. Summe in ETFs angelegt wurde, machen wir einfach hier ein Gleichzeichen und übernehmen das Feld E22. Summe, die in Bitcoin angelegt wurde, das haben wir aber auch noch nicht eingetragen, da kommen wir gleich noch dazu, machen wir gleich. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nee, falsch. Machen wir kein Gleich. Summe in XRP angelegt wurde, machen wir auch kein Gleich. So, diese beiden Felder machen wir nämlich grün. Das sind Felder, die wir, sag jetzt mal, Moment, das habe ich einen Fehler gemacht. Da oben müssen wir wieder auf schwarz gehen. Und zwar sind das Felder, die man halt immer selber aktualisieren muss. Gut. Und hier unten machen wir gleich Summe von hier bis hierhin, also von E35 bis E37. Und weil wir hier noch kein Eurofeld draus gemacht haben oder kein Währungsfeld, müssen wir das halt hier auch noch formatieren. Und dann passt das. Ich gucke mal gerade, ob hier die Formatierung stimmt. Auch noch nicht. Währung. Hier gucke ich einfach sicherheitshalber nochmal drüber. Stimmt. Gut. Das wäre E14 plus E35. Okay. Hier nehmen wir jetzt halt auch Währung als Format. Und machen gleich. Das Feld, was wir noch nicht formatiert haben, plus den Gesamtbetrag von ETFs und Aktien. Da steht jetzt halt die 10.574 Euro stehen da jetzt drin. Und wenn ich jetzt mal kurz gucke. Okay. Machen wir auch ein Format in Währung. Dann machen wir hier auch gleich. Der Investitionswert minus was wir wirklich investiert haben, und da haben wir jetzt aktuell keinen Verlust, beziehungsweise da habe ich jetzt nämlich einen Fehler drin. F49E9. Da habe ich jetzt einen Fehler drin. F49 minus E9.
Ja, das da war jetzt verkehrt. Das war jetzt mein Fehler. Das war jetzt mein Fehler. Sorry, wir machen das hier gerade wieder raus. Gleich. Nee. Das sind halt die Sachen, wie ich es gesagt habe, wieso ich das Video halt nicht schneide. Hier 14 plus. Also hier machen wir. Hier mache ich wieder hin. Der Investitionswert von hier plus den Investitionswert von da. Da sind wir jetzt bei, ja, dann sind wir bei plus minus 0. Hier bei Gewinn und Verlust, dann formatieren, Währung negativ rot, ist auch richtig. Machen wir gleich. Summe, Klammer auf. Das, also H17 bis H21, haben wir ein Plus von 631 Euro. E35, ja, das stimmt. Ja, und jetzt weiß ich auch, was ich falsch gemacht habe. Und zwar hier habe ich einen Fehler drin. Ich denke die ganze Zeit, ich habe 631 Euro plus, und hier ist plus minus 0. Jetzt weiß ich, was auch falsch gelaufen ist. Also hier diese Formel können wir komplett löschen. Somit, die in ETFs angelegt wurde, ist ja praktisch alle unsere Einstandswerte. Das war mein Fehler. So, sorry dafür auf jeden Fall. Das heißt, Summe von B17 bis B21 und Klammer zu. Ja, jetzt sehen wir es. 631 Euro im Plus. Positive Zahlen möchte ich in grün angezeigt bekommen. Beziehungsweise sogar in dunkelgrün. Ja. Noch ein bisschen schöner machen. So. Dann sehen wir jetzt hier halt 631 Euro im Plus. Wenn ich jetzt würde, anstatt 4.712, würde dort zum Beispiel 10.000 stehen drin haben, dann sieht man halt auch, das Minus funktioniert auch. Also wir haben aber 4.712. Das hat jetzt auch schon mal funktioniert. Jetzt muss ich die Tabelle schon mal ein Stück kleiner machen, damit es halt von der Übersicht her passt. Das habe ich, das habe ich, das habe ich alles drin. Gut, das funktioniert auch. Dann widmen wir uns dem Performance-Feld hier. Da muss ich jetzt ganz kurz nochmal in meiner Tabelle gucken. E35 minus E44. Heißt, gleich das E22 minus E35, Klammer zu, das stimmt. Muss allerdings dann halt kurz gucken. Slash ABS, okay. Das war jetzt. Hier oben gehen wir. Wenn man nachträglich eine Formel bearbeiten möchte, geht man einfach hier wieder aufs Feld, geht dann oben in die Bearbeitungsleiste, macht dann Slash ABS, Klammer auf, E35, Klammer zu. Und dann hat man hier die Durchschnittsperformance. Das sind 6,35%. Wunderbar, hat ja gut funktioniert, das passt. Das hätten wir jetzt auch. Den Dividendenfeld lasse ich, wie gesagt, noch weg. Im Moment müsste ich es grün machen, damit man die Dividenden halt von Hand einträgt. Ich lasse es aber jetzt mal noch leer. Ob wir die Dividenden reinmachen, habe ich euch ja erklärt. So, was euch noch aufgefallen ist, dementsprechend halt, je nachdem, wie viele ETFs, Aktien, Kryptowährungen ihr habt, habt ihr halt praktisch für jede Aktie oder ETF habt ihr halt extra hier unten einen Reiter.
ist unheimlich störend und dementsprechend halt kann man hingehen und macht, nachdem die Berechnung alles soweit funktioniert, gibt man unten drauf rechte Maustaste und wählt dann aus Tabelle ausblenden. Das gleiche macht man auch hier. Und trotzdem werden im Hintergrund die Tabellen aktualisiert. Das schon mal so als Hinweis. Wenn ihr das Ganze wieder einblenden wolltet, einblenden wollt, könnt ihr auch hier rechte Maustaste, Tabelle einblenden. Und dann könnt ihr die entsprechende Tabelle dann halt auswählen, die ihr euch wieder anzeigen lassen möchtet. So, jetzt widmen wir uns den Kryptowährungen. Es gab schon mal ein Video auf dem Kanal, wie man halt auch Bitpanda-Kurse importiert. Und ich möchte halt euch einfach dann jetzt halt mal kurz nochmal zeigen. Ich werde das Video auch oben nochmal verlinken. Widmen wir uns dem Bitcoin-Kurs. Wir brauchen halt für die Bitpanda-Preise brauchen wir erstmal den Link zur Bitpanda-API. Deshalb mache ich jetzt hier einfach nochmal ein Plus, Tabelle 7. Machen wir umbenennen. Wo haben wir es? Tabelle umbenennen. Und das Ganze nenne ich dann Bitpanda. Und den Link zur API werde ich euch unter Teil 2, also unter dieses Video, unten in die Videobeschreibung schreiben, damit ihr da nicht extra groß suchen müsst. Weil der ist auch bei Bitpanda halt einfach ein bisschen versteckt. Und dann macht man auch Tabelle, Verknüpfung zu externen Daten, geht hier rein, rechte Maustaste einfügen. Das ist der Link, den ihr in der Videobeschreibung findet. Eingabetaste. Und ihr werdet jetzt sehen, okay, das da sieht jetzt ein wenig anders aus. Das ist richtig. Und zwar Bitpanda importiert anstatt Komma immer einen Punkt im Kurs. Dementsprechend halt muss man halt hingehen und muss diesen Punkt durch ein Komma ersetzen. Das werde ich euch allerdings halt auch noch zeigen. Ich muss jetzt nur kurz in meiner anderen Tabelle schauen, was man halt hier jetzt nicht unbedingt braucht. Und zwar getrennt feste Zeichenketten. Dann kann ich nämlich unnötige Sachen hier noch rausnehmen. Da steht jetzt im Moment drin Doppelpunkt, also Anführungszeichen und Doppelpunkt. Dann kann ich hier die Anführungszeichen noch wegnehmen und dann sieht man halt, dann sieht das Ganze hier ein bisschen einfacher aus. Das passt auch und dann mache ich dann zum Beispiel die eckige Klammer mache ich jetzt auch noch weg. Das ist einfach das Format, wie es oben eingeblendet wird. Und dann mache ich OK. Und dann kann man hier auch nur CSV All auswählen und macht dann auch OK. Und dann haben wir hier die ganzen Kurse drin. Das ist jetzt eine unheimlich lange Liste. Und normalerweise müsste jetzt dort dann auch XRP, genau, dort haben wir es. Ihr seht halt, die Liste ist unheimlich lang. Wie habe ich das jetzt gerade gemacht mit dem Suchen? Ich will jetzt zuallererst will ich den Bitcoin-Preis haben. Das heißt, ich mache mir also jetzt nochmal einen Reiter und nenne das einfach dann Kryptowährung. Warum mache ich es auf diesem Weg? Weil wir halt diesen Punkt im Preis drin haben und das muss man einfach korrigieren. Und da werde ich halt hingehen und werde jetzt halt die Zeile mal kurz markieren. Das ist nämlich eine ultra lange. Das ist eine ultra lange Formel. Hier mal jetzt mal gerade hier unten einfach rein, damit ich mir die dann kurz abschreiben kann aus meiner Originaltabelle. Da habe ich wirklich lange gebraucht, bis das halt wirklich funktioniert hat. Und in dem Reiter Kryptowährung gehe ich jetzt halt hin. Mache mir hier einfach jetzt, schreibe ich hin, Bitpanda-Preise. Verlängere mir das hier ein bisschen, schreibe dann hier Bitcoin
schreibe dann hier Ripple oder XRP-Preis, ist ja XRP, Ripple ist ja die Firma. Und so müsst ihr das mit allen Kryptowährungen machen, die ihr halt habt. So, wenn ihr jetzt, ich zeige es nochmal ganz kurz, es ist kompliziert. Also für alle, die überhaupt keine Kryptowährung haben, können jetzt ein ganzes Stück in dem Video nach vorne springen. Aber es ist halt Teil meiner Tabelle und deshalb bringe ich es mit rein. Jetzt haben wir hier halt Bitcoin, den Europreis. Hier haben wir Bitcoin, den US-Dollar-Preis. Ich will aber den Europreis haben. Dementsprechend halt, und jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen, gibt man ein. Erst macht man halt das Ganze hier mal noch zu Währung. Nein, macht man nicht zu Währung. Das war jetzt auch wieder mein Fehler. Das machen wir erst vorne auf der Hauptseite im Cockpit. Dementsprechend halt geht man halt hin. Gleich wechseln. Wechseln ist praktisch das Kommand oder der Befehl für, damit LibreOffice weiß, es soll den Punkt durch ein Komma ersetzen. Weil mit dem Punkt können wir nicht rechnen. Das funktioniert nicht. Das ist halt der US-Standard und das funktioniert halt nicht. Warum Bitpanda das so macht, kann ich euch nicht sagen, aber ich habe wirklich lange geguckt, wie ich das da berechnen kann. Und dann macht man Wechseln, Klammer auf, geht dann auf den Bitpanda-Reiter und wählt sich den den Bitcoin-Euro-Preis aus. Dann sieht das Ganze so aus. Dann macht man besser gesagt, ganz am Anfang geht, das passt, okay. So, dann macht man hier hinten dran, Komma, geht wieder H1, das stimmt, nee, das war schon richtig. Dann macht man Doppelpunkt, Anführungszeichen, Punkt, Anführungszeichen, Strichpunkt, Anführungszeichen, Komma, Anführungszeichen, Klammer zu, Stern 1. Praktisch hier ist der Befehl, den Punkt durch das Komma zu ersetzen. Und macht die Eingabetaste. Und schon sieht man halt, hat man jetzt hier den Preis als, also mit dem Kommazeichen. Und das gleiche machen wir jetzt mit dem XRP-Kurs. Jetzt zoomen wir uns halt mal XRP-Kurs hier raus. Weil die Zeile so lang ist, kann man einfach machen, Steuerungstaste F und tippt unten ein XRP. Dann geht das automatisch rüber und dann haben wir hier den Euro-Preis. Das ist in dem Fall das Feld GX1. Jetzt mache ich hier, gehe ich einfach unten hin und wähle diese Zeile aus, mache Escape, gehe auf Kryptowährung, mache halt hier bei dem Bitcoin-Preis, mache ich ein Steuerung C, gehe ein Feld nach unten, mache Steuerung V. Und dann sieht man halt, hier steht jetzt Raute Wert Ausrufezeichen. Die Formel ist jetzt verkehrt. Und dieses J2 tausche ich jetzt aus durch GX1. Und dann habe ich den Europreis mit Komma. Ich weiß, das war jetzt wirklich viel, da hatte ich auch wirklich Bauchschmerzen davor. Das sind genau diese Gründe, warum ich mir wirklich schwer getan habe, diese Videoreihe zu machen. Das ist auch wirklich die größte Videoreihe, seit es den Kanal gibt. Und ich weiß teilweise, es ist vielleicht auch anstrengend, sich das Ganze jetzt anzuschauen. Aber vielleicht findet es ja bei dem einen oder anderen auch dann den Nutzen. So, jetzt haben wir hier die Kryptowährung. Jetzt gehe ich hier auf die Stückzahl an Bitcoin, die ich aktuell habe. Das sind 0,01442599. Also das sind aktuelle Werte aus meinem Depot, aber wir machen jetzt kein Depot-Update. Und bei Ripple oder XRP sind es 14.991,971653.
Und wenn ich jetzt den Betrag haben will, wird das im Prinzip genauso gerechnet wie hier unten. Nur, dass ich halt jetzt hingehe und gehe dann halt dort auf das Feld, wo ich die Kryptowährung habe. Also die Preise, die Kryptowährungspreise, das wäre hier bei dem Feld Kryptowährung. Bei Bitpanda noch ganz kurz am Rande. Bitpanda nimmt ja immer wieder mal neue Coins auf. Wo jetzt aktuell der Preis von XRP auf dem Feld GX1 steht, kann es passieren, dass das dann irgendwann mal woanders da steht. Dann müsst ihr dementsprechend halt hier euch XRP den Preis nochmal neu raussuchen. Es kommt nicht oft vor, aber ihr merkt das dann daran, dass die Berechnung total utopisch ist oder gar nicht funktioniert. Und dann müsst ihr euch dieses Feld nochmal neu raussuchen und dann halt hier oben aktualisieren. Und dann stimmt die Berechnung halt auch nochmal. Bitpanda-Preise haben wir jetzt drin, das heißt, das Feld können wir auf jeden Fall ausblenden. Wichtig ist jetzt im Moment noch das da, können wir nachher aber auch ausblenden. Jetzt haben wir Bitcoin, jetzt will ich den Betrag, was sind meine Bitcoins aktuell wert? Mache ich gleich die Stückzahl mal Kryptowährung B2. Das gleiche mache ich jetzt mit dem Ripple XRP gleich Stückzahl mal Kryptowährung B3. Und man sieht jetzt halt, es ist eine ewig lange Zahl. Alles markieren, auch das untere Feld, rechte Maustaste, Zellen formatieren, Währung. Und dann sieht man halt 117,79 € sind aktuell jetzt meine Bitcoins wert und Ripple ist jetzt aktuell wert 2.397,22 €. Diesen Betrag werden wir dann halt auch zusammen addieren. Gleich Summe E10 und bis E11 sind dann 2.515. Wenn ihr jetzt hier eine Zeile hinzufügt, müsst ihr halt immer dran denken, dann halt auch die Formel dementsprechend zu erweitern, also anzupassen. Und wenn jetzt hier noch ein Feld dazukommt, müsst ihr aus der E11 ein E12 machen. Aber ich denke, das ist selbsterklärend. Also, wie es funktioniert, dieses Zusammenrechnen, denke ich mal, hat man jetzt soweit verstanden. So, jetzt gebe ich hier den Betrag ein, der bisher von mir in Bitcoin angelegt wurde. Das sind 125 €. Und Summe, die in XRP angelegt wurde, sind oder Ripple 4.065,91 €. Dementsprechend habe ich jetzt aktuell ein Minus von 1.044, aber es sind ja nicht alle Werte aus meinem Depot. Es ist ja nur eine abgespeckte Version, dass ihr halt seht, wie man sich diese Tabelle aufbaut. Jetzt gehen wir zur Performance. Kopiere mir das jetzt halt gerade einfach wieder hier rüber. Und bei der Performance, das sind ja alles Prozentwerte, Zelle formatieren, Prozent und auch zentriert möchte ich das haben. Und dann geht man hier hin und sagt dann, in dem Fall der Betrag gleich, Klammer auf, der Betrag minus, was wir bisher investiert haben, Klammer zu, Slash ABS gleich E36. Müsste normalerweise jetzt stimmen. Genau. Und da haben wir jetzt minus von 5,77%. Auch richtig. Zelle formatieren, negativ, bitte rot. Und hier machen wir genau das Gleiche. Gleich. Eckige Klammer. E11 minus, was wir in XRP investiert haben,
Klammer zu, slash ABS, Klammer auf, E37 nochmal, Klammer zu. 41% im Minus. Das ist ein aktueller Wert aus meinem Depot. Ja, also, ja. Das ist halt so. Das untere Feld berechnen wir noch nicht, das kommt später. Nachdem wir jetzt hier die Kryptowährungen, hier die Preise abgreifen konnten, wir hier das zu berechnen, können wir auch hier dieses Feld ausblenden. Wenn ich jetzt gucke, dann machen wir noch die Gewinn- und Verlustrechnung. Zellen formatieren, Währung negativ rot. Dann mache ich gleich der aktuelle Wert minus, was wir bisher investiert haben. Macht ein Minus von 7,21 Euro. Hier genau das gleiche. Aktueller Wert minus, was wir investiert haben, 1668. Jetzt habe ich natürlich was vergessen, und zwar hier noch den Kurs, weil ich mir immer gerne diesen Kurs anzeigen will, anzeigen lassen möchte. Also blende ich mir mal gerade wieder das Ganze ein. Kryptowährung mache ich dann hier gleich Kurs von Bitcoin und hier auch der Kurs vom Ripple XRP. Und das Ganze setze ich mir dann noch in Euro. Und den Ripple-Kurs, beziehungsweise die Kurse generell, mache ich noch über Zellen formatieren, mache ich immer 4 Nachkommastellen. Bei Kryptowährungen ist das eigentlich ganz wichtig, dass man da mehrere Nachkommastellen hat, genauso wie hier. Habe ich immer 6 Nachkommastellen. Das ist allerdings nur bei Kryptowährungen wichtig. Bei ETS mit den Bruchstücken mache ich 3 Nachkommastellen. Und bei denen, wo ich ganze habe, habe ich überhaupt keine Nachkommastellen. Nur mal so kurz noch zur Ergänzung. Jetzt kommen wir noch zu der Durchschnittsberechnung. Da geht man einfach hin. Gleich, was wir investiert haben, und teilen das durch die Anzahl, die ich habe, und sehe, es ist falsch. Und sehe gerade, es ist falsch. Was habe ich denn jetzt da wieder berechnet? E36. Was habe ich denn da jetzt wieder berechnet? E45 durch B10. Da habe ich jetzt auch wieder so ein Ne, es stimmt. Es stimmt. Mein durchschnittlicher Einkauf, also damit ich jetzt im Plus bin, müsste der Kurs bei, also bei 0 auf 0 bin, müsste der Kurs bei 8.664,62 € stehen vom Bitcoin, aber aktuell ist er 8.164. Also es war richtig, ich hatte jetzt nur gerade eine totale Denkblockade. So, und das gleiche auch bei Ripple, gleich, was wir investiert haben, geteilt durch der Stückzahl. Hier gehe ich auch hin und mache das halt beim Ripple. Zelle formatieren mache ich dann halt auch hier Nachkommastellen. Also ich habe jetzt einen Einstiegspreis, im Moment einen Durchschnittspreis von 0,2712 und aktuell ist der Kurs ja bei 0,1599. Deshalb auch ziemlich viel Miese aktuell. Und die Gesamtzusammenrechnung machen wir hier auch. Summe gleich von H10 bis H11 haben wir bei den Kryptos aktuell laut der Tabelle hier ein Minus von 1.675,91 Euro.
Dann kommen wir noch zu der gesamten Berechnung. Ne, die hatte ich ja gesagt, die Gesamtperformance-Berechnung machen wir noch nicht, weil das gehört zur Asset Allocation. Und da werden wir jetzt heute wahrscheinlich gar nicht dran kommen. Aber das haben wir jetzt schon mal soweit drin. Gut. Dann habe ich ja bei mir den Depotwert und übers Jahr, also immer hier dieser Wert. Und die Depotwertentwicklung in Jahren. Da treffen wir jetzt die Vorbereitung dazu, für das reinzumachen. Das heißt, ich markiere mir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Felder. Das sind die Monate und eine Statusleiste. Und gehe hier noch drei Felder rüber. Das kann ich auch so machen. Machen wir es so. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dass wir da nicht durcheinander kommen. Ist halt vielleicht ein bisschen einfacher. Dann machen wir hier ein Feld. Das nennen wir Verlauf über Monate. Und hier machen wir ein Feld Verlauf über Monate, das stimmt, da machen wir gar nichts. Und hier machen wir Entwicklung zum Vormonat. Jetzt markieren wir uns das alles. Machen dort den Rahmen rum. Zeile mal ein bisschen länger, dann passt das hier. Dann machen wir hier Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September. Das passiert auch wieder nur mir. Oktober. Ja, das passt so definitiv nicht. Jetzt mache ich es umgekehrt, dass man nicht. Aber das sind halt diese Geschichten und ihr könnt euch halt vorstellen, wie viele Stunden da in meiner Tabelle da drin stecken. Und wie ich das halt auch beim ersten Teil auch schon gesagt habe, es geht halt wirklich nicht darum, dass ich euch die Tabelle nicht zur Verfügung stellen wollte, sondern halt, es hätte wirklich keinen Sinn gemacht. Es hätte wirklich absolut keinen Sinn gemacht, euch die Tabelle halt zur Verfügung zu stellen. Die wenigsten wären damit klargekommen. Ja, also, so, jetzt machen wir hier, machen wir halt einen Rahmen rum in diese Leiste. Hier den Rahmen machen wir nochmal komplett weg. Das kann man immer hier oben. Und machen uns dann halt einen richtigen Rahmen so rum. Löschen uns dieses Feld raus. Dann gehen wir hin und markieren diese beiden Felder, machen eine rechte Maustaste, Mausklick drauf und verbinden die beiden Felder. Und machen hier doch nochmal den Rahmen rum, den hat er jetzt nämlich gelöscht. So. Und dann gehe ich hin, mache dann hier zentrieren und dann habe ich diese Felder ergänzt? Ja, genau. Und hier die ganzen Felder verbinde ich halt auch jeweils zu einem Feld. Das heißt, wir müssen gleich den Rahmen nochmal drum machen. Also ihr seht halt, ich mache mir halt oftmals viel, viel Arbeit oder Arbeit doppelt. Aber ich habe echt nicht gewusst, wie ich,
wie ich das euch anders da zeigen kann. Wenn ich jetzt noch hingehen würde, würde jedes Mal das Video stoppen, nochmal diesen Teil neu machen, nochmal zusammenfügen. Das würde ich zeitlich, würde ich das nicht gestemmt bekommen. Und in dem Fall für diese doppelten, dreifachen Schritte schon mal auf jeden Fall sorry dafür. Dann markieren wir uns halt natürlich auch wegen der Optik. Machen wir uns das Ganze hier oben auch dunkelgelb. Ja, na, dunkelgelb wollten wir aber nicht, das sieht nicht schön aus. Die Mette. Die beiden Felder verbinden wir auch. Und machen hier auch die Mette. Und setzen das hier auch zentriert. Diese ganzen Felder hier mal orten wir rechtsbündig ein, Zelle formatieren und wählen Prozent, negativ rot. Diese ganze Reihe machen wir hellgrau. Diese Reihe mache ich, ihr könnt die Farben natürlich wählen, wie ihr die haben wollt, mache ich Gold. Dann ist der erste Teil ist schon mal fertig. Wer das Depot-Update kennt oder schon öfters gesehen hat, weiß, um was es geht. Ich muss das jetzt halt kleiner machen, beziehungsweise ein Stück größer geht schon. Machen wir anstatt 90, mache ich hier jetzt 95%. Ja, das müsste von der Größe her müsste das halt noch passen. Also ich glaube, die wenigsten werden das Ganze hier jetzt auf dem Handy gucken. Weil aus diesen Feldern, also aus diesen Feldern hier, werden die Grafiken abgefragt. Also die Grafiken beziehen die Kurse aus diesen Feldern. Und deshalb muss das halt auch hier rein. Wenn die Tabelle nachher fertig ist, kann man sich das halt von der Größe her anpassen, wie man möchte. Das ist allerdings dann halt auf jeden Fall besser. Gut, ich würde mal sagen, der zweite Teil, 37 Minuten sehe ich gerade in der Aufnahme, wäre damit abgeschlossen erstmal. Es geht beim dritten Teil geht es genau an dieser Stelle weiter. Werde also diesmal nichts weiter ausfüllen. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, natürlich, wie immer, Daumen hoch oder einen Daumen runter. Aber ich glaube, Daumen runter nur dann, weil wem der erste Teil nicht gefallen, wird sich auch den zweiten Teil nicht angucken. Und im dritten Teil machen wir an der Stelle weiter und schauen dann halt, dass wir die Depotwertentwicklung vom aktuellen Jahr beziehungsweise die Depotwertentwicklung in Jahren halt dann grafisch hier reinbringen. Ich sage schon mal nochmal vielen Dank fürs Interesse an dieser Stelle und wir sehen uns auf jeden Fall beim dritten Teil. Vielen Dank. Ciao.